Ja, also nein, die hat mich nicht gemacht. Sind halt verletzungsbedingt totaler Abschlag, aber für das hat es die halbe C-Jugend dann doch gut gerichtet. Ja, Erfahrungswerte, wo sie alle mitnehmen und wo man dann nächstes Jahr drauf aufbauen. Für die nächsten Spiele nehmen wir mit, dass wir besser hin rausspielen, dass wir mehr kommunizieren, dass wir uns besser auf den Gegner einstellen. Das 1:1 hat am Schluss gefehlt, die Zuordnung. Ja, das waren so die gravierenden Fehler. Und dann halt auch beim 1:1. Ganz klar, rauslaufen, Torfrau, mal laufen. Ja, aber es passiert beim Fußball, ist so ganz einfach. Kann man ja auch keinen Vorwurf machen, sie kommt auch raus der D-Jugend, hoch in die C-Jugend und lernt da auch noch ultra brutal viel. Ansonsten haben sie es alle gut gemacht. Erste Halbzeit waren die Mädels heute überhaupt nicht aktiv, überhaupt nicht präsent. Deswegen sind wir sehr zufrieden mit der zweiten Halbzeit. Die Mädels waren da, waren präsent, haben sich Chancen kreiert, haben sich leider vorne nicht belohnen können. Wir Trainer haben dann den Entscheidung getroffen, wir wollen Risiko spielen, haben auf Dreierkette umgestellt, alles nach vorne. Wurden bestraft leider, sind 0-1 in Rückstand geraten, haben dann aber nochmal toll gezeigt, dass wir nicht den Kopf hängen gelassen haben, sondern weitergemacht haben und konnten uns schlussendlich mit 1-1 belohnen. Deswegen bin ich sehr stolz auf die Mädels, haben es sehr ordentlich am Schluss gemacht. War mehr drin auf jeden Fall und nichtsdestotrotz können wir uns aber auch nicht beschweren. Die erste Halbzeit war nicht unsere, mit dem 1-1 können wir, glaube ich, ganz zufrieden sein.